Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online und ein Abo und ein Daumen nach oben natürlich, wie immer, und sonst würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden sollten, nicht? Und das ist jetzt Versuch 4 übrigens, ich bin ehrlich zu euch, das ist Versuch 4, ich weiß ungefähr, was ich tun muss. Ist das für eine Solo-Indie echt anspruchsvoll? Muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht gerechnet damit, dass das so anspruchsvoll ist, und das liegt am Leck, das kann sein, weil manchmal kommen diese Markierungen auf den Boden und die schießen quasi fast instant, ich kann nicht mehr rauslaufen und bin dann tot. Mir bleibt nichts verborgen. Keiner tritt mich mit Füßen. Sich umdrehen, muss ich weglaufen. Ich weiß echt nicht, wann ich weglaufen soll, wenn ich ehrlich bin. Die schießen auf jeden Fall immer zweimal frei, oder? Wenn sie KMB zündet. So, jetzt finden wir wieder Plan B. Jetzt drehen die sich um, ich bewege mich. Jetzt schießen sie gleich noch ein zweites Mal. Ich sollte ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht... So. Jetzt sind die weg, ne? Okay. Muss man jetzt merken, wenn sie Plan B castet. Die nämlich jetzt zum Beispiel. Ein Schuss. Zwei Schuss. Die Karte natürlich wieder Plan B. Laufen. Schon wieder Plan B, was ist denn da los? Die Route hat nur Plan B, ne? Das andere hat die nicht mehr. Die hat gar keinen anderen Plan mehr. Als Plan B. Neue Kräfte. Okay, wir haben es geschafft. Aber wir töten sie doch nicht, okay. Sie ist wieder zu feige.
und Alisa tötet sie. Oh, meine neuen Kräfte helfen nicht. Ha! Ohne deine Kräfte bist du gar nichts. Du hast Mefrit und Konrad und all die anderen auf dem Gewissen. Dafür solltest du gehörig büßen. Aber ich werde dich nicht einfach umbringen. So eine Art von Gerechtigkeit will ich nicht in meinem Alamigo. Dein Mitleid brauche ich nicht. Wenn ihr euch nicht aufgelehnt hättet, wäre all das nicht passiert. Die Megiden hätten ohne Krieg frei sein können, ihr Dummköpfe! Du bist hier der Dummkopf. Unter den Galeanen gibt es keine Freiheit. Schnell! Hol Kriele daraus! Und wer ist in den ganzen anderen Pots drin? Ein Glück. Ihr seid unverletzt. Reden können wir später. Lasst uns erst hier verschwinden. Lise! Ich nehme sie mit. Lebend. Sie muss sich für ihre Verbrechen verantworten. Da stolziert ihr davon und glaubt, ihr hättet gewonnen. Wenn ihr wüsstet. Xenos gebietet über Kräfte, die eines jeden Primae übersteigen. Was soll das heißen? Die Jagd, ihr Narren, die Jagd! Alles war so geplant. Ihr seid seiner Einladung gefolgt, die einfältige, willige Beute. Euer Sieg war umsonst. Das Opfer meiner Kameraden und eurer, alles! Oh, am liebsten würde ich dich... Nein! Du sollst selbst sehen, wie wir es schaffen, Alamigo zu befreien. Ihr werdet Alamigo nicht befreien. Lasst uns später diskutieren. Kehren wir erst zu den anderen zurück. Vielleicht hat sie ja recht, vielleicht werden wir Alamigo gar nicht befreien, weil auf der Karte sehe ich Alamigo nicht. Wir werden auf jeden Fall nicht nach Alamigo reingehen können. Oder warte, Garten der Königin, ja, vielleicht doch, wer weiß, was hier oben alles noch ist, aber... Naja, wobei hier ist ja auch ein Schnellreiseding, ne, oder? Nee, das war nur das, die Karte, Rand der Karte. Was für eine Erleichterung, dass wir Kriele retten konnten. Ich weiß, der Kampf ist auch nicht vorbei, aber damit ist mir schon ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Meine Freunde... Ich danke euch allen von Herzen. Es war ein riskantes Unterfangen, aber ihr habt es zum Erfolg geführt. Wir haben sogar Fordola gefasst. Wenn wir es geschickt anstellen, können wir ihr vielleicht wichtige Informationen entlocken. Morgenröte Bandana des Schurken. Das klingt aber hübsch, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Bandana, ich will jetzt so ein Piraten-Outfit einfach machen als Glam, ne? Ich will mehrere Outfits als Glam machen, aber da muss ich mich erstmal reinfuchsen dann. Der Einsatzbefehl. Alfino hat neue Kraft geschöpft. Nago hat in Lises Abwesenheit die Führung der Befreiungsarmee übernommen. Sie hat die Lage im Wohnviertel gut unter Kontrolle. Die Aufgabe der Befreiungsarmee wird es sein, das hintere Stadttor zu stürmen, sobald die Allianztruppen das Haupttor attackieren. Dabei werden sie mich brauchen. Bei der Suche nach Kriele habe ich die Stadt gründlich ausgekundschaftet. Meine Ortskenntnis dürfte der Befreiungsarmee nützlich sein. Ausgezeichnet. Und nimm Arenwalds Truppen am besten auch mit.
Seine Leute sind dabei, das Eteritennetz der Stadt zu erschließen. Wir erklären ihm den Plan und laufen dann nach Porta Pretoria, wo die Allianz ihre Streitkräfte konzentriert. Bam, bam, badam, bam, badam. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, meine lieben Freunde, es geht los. Wir gehen zum Ende des Spiels. Also nicht des Spiels, sondern des Addons. Boah, ist das Wohnviertel riesig. Gibt's hier dann irgendwann auch Händler und alles? Oh, der Windätherquelle. Ja, die hätte ich jetzt suchen müssen. Aber das werden wir dann irgendwann später machen. Ist ja gar kein Problem. Das können wir auch noch später machen. Das ist ja gar kein Problem. Ist doch größer, als ich dachte, dieses Wohnviertel. Guck, wie langsam mein Cursor sich darüber bewegt, über die Map. Alter Schwede, das ist ja viel größer, als ich dachte. Viel größer, als Potato Pet angenommen hat. Mist. Mist, wo kommen wir denn dahin? Ich weiß es nicht. Dieser Weg ist hier ganz schön verwirrend. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Aber hier kann man da wenigstens rumfliegen. Eieieiei. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja doch die Alamigo als Stadt, aber ich will jetzt nicht aus der Map rauszoomen, um mich zu spoilern. Es kann sein, dass man das da vielleicht sieht oder so dann. Ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. Arenwald. Krede ist... Arenwald sagt das. Krede ist befreit und wohlauf. Was für eine Erleichterung. Auf dich ist eben Verlass. Ja, dank ihm bin ich wieder frei. Tut mir leid, wenn du dir wegen mir Sorgen gemacht hast. Gut, dass ihr die Eteriten sichern konntet. Ich werde mit Potato und Krede nur nach Porta Pretoria weiterlaufen, wo wir zu den Truppen der Allianz stoßen und in Richtung Haupttor marschieren werden. Arenwald, deine Leute sollen indessen zusammen mit Tankred die Befreiungsarmee unterstützen. Verstanden. Endlich ist es soweit. Wir brennen alle auf den Kampf. Gut, aber werdet nicht unvorsichtig. Der Bund braucht dich. Ich will dich nicht verlieren. Ach, ich hab's soweit geschafft. Da werde ich doch jetzt nicht noch draufgehen. Passt du auch auf dich auf, Alpino. Also, Freunde, zurück nach Porta Pretoria und zu Rauban. Bam, bam, badadadam, bam. Bam, bam, badadam, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Uno Momento, ich muss gerade mal was gucken. Ich muss, um einzuschätzen, wie weit wir sind, ganz kurz die Quest gucken, die letzte, die wir waren. Okay. Ja, noch ein bisschen. Ein ganz klein bisschen haben wir noch was. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Bam, 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 bam. Ich muss also noch nicht die Nebenquests hier machen. Aber ich hab sie, um im Notfall nochmal Zeit zu schinden. Ah, Kriele ist wohlbehalten zurück. Und ihr habt nicht nur den Wohnbezirk gesichert, sondern auch noch die Kommandantin der Crania Lupi gefasst. Wirklich gute Arbeit. Vielen Dank, General. Auch wir sind erleichtert über den Ausgang. Doch Sorge bereitet mir, dass die Kommandantin behauptete, Xenos verfüge über Kräfte, die eines jeden Primae übersteigen. Damit kann sie nur Omega meinen. Erst Ultima, nun Omega. Anti-Primae-Waffen scheinen eine magische Anziehung auf die Galea auszuüben. Haben wir inzwischen Hinweise gefunden, wo Omega sein könnte? Nein. Sid und seine Leute suchen überall, aber bisher Fehlanzeige. Womöglich haben sich die Galea verschanzt, um Zeit für die Reaktivierung Omegas zu gewinnen. Ah, Lise. Fordula ist also in sicheren Händen? Ich hätte ja gerne etwas mehr aus ihr herausbekommen. Über die Kräfte, die eines jeden Primae übersteigen? Das wird nicht einfach. Sie schweigt wie ein Grab.
Aber ich kann euch etwas Wichtiges sagen. Als die Galear mich in ihrem Labor festhielten, habe ich gehört, worum es bei den Versuchen ging, die sie dort anstellten. Wirklich? Bitte erzähl. Tancred sagte, dass auch Fordula ein Versuchsobjekt war. Was ging in dieser Anlage vor sich? Soviel ich mitbekommen habe, wollten sie dort Überwesen mit besonderen Kräften erschaffen, indem sie ätherische Essenz von magiebegabten Personen absaugten und auf andere übertrugen. Deswegen war Fordula auf einmal so stark. In Castrum Abania hat sie jeden unserer Angriffe mühelos abgewehrt. Und dieses Mal war es auch ganz schön knapp. Nur dank Orianger sind wir nochmal davongekommen. Es freut mich, dass die von mir ersonnene Vorrichtung euch so gute Dienste leistete. Huch, hast du mich vielleicht erschreckt? Alizée hat mir den Kampf beschrieben. Sie hatte das Gefühl, als müsste Fordula kaum hinsehen, um eure Attacken zu parieren. Als kenne sie eure Kampfweise sehr genau. Doch wohlgemerkt ist Fräulein Alizées Fechtkunst neu und einzigartig. Fordula konnte sie in keinem anderen Kampf jemals gesehen haben. Und doch schien sie ihr vertraut zu sein. Das brachte mich auf die Theorie, dass unsere Gegnerin den Äther eurer Seelen auf irgendeine Weise lesen konnte. Sie sah eure Attacken in eurem Geiste, bevor ihr sie noch ausführen konntet. Ähnlich wie mit der Kraft des Transzendierens? Besitzt etwa auch Fordula die Gabe? Nun, das konnte ich zuerst noch nicht sagen. Aber für den Fall, dass ihre Wahrnehmung des Äthers so scharf war, wie ich annahm, hatte ich ein Gegenmittel. Ich konstruierte ein Gerät, das den Äther um sie herum in Schwingungen versetzt und hoffte auf seine Wirkung. Und tatsächlich verursachte das Rauschen bei Fordula Symptome einer schweren Ätherüberreizung, die sie in die Knie zwang. Das erklärt einiges. Auch wenn sie in unserer Vergangenheit und unserer Ätheraura hätte lesen können, hätte sie dort nichts gefunden, was auch für uns selbst noch völlig neu und unvorhersehbar gewesen war. Zum Beispiel deinen kleinen Trick. Ja, mein Plan hätte nicht besser funktionieren können. Experimente, um die Galear mit einer künstlichen Kraft des Transzendierens auszustatten. Das alles jagt mir einen Schauer über den Rücken. Zum Glück habt ihr diesen Ambitionen fürs Erste einen Riegel vorgeschoben. Und ob Xenos nun eine Geheimwaffe hat oder nicht, uns bleibt nichts übrig, als mit unserer Operation fortzufahren. Ja, und es ist ja kein blindes Voranpreschen. Wir haben treue Kameraden und den Willen, die Freiheit wiederzuerlangen. Wir werden es schaffen. Daran glaube ich ganz fest. Ha, Seite an Seite mit dir. Da freue ich mich schon richtig auf die Schlacht. Ich laufe dann mal zurück in die Wohnbezirke, zur Befreiungsarmee und Tancred. Auf geht's! Unterstützen wir die Haupttruppen! Kriele, du solltest dich noch etwas ausruhen. Schließlich haben wir dich gerade erst befreit. Vielen Dank. Ich sehe zu, dass ich schnell wieder zu Kräften komme. Bam, 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 bam. General Rauban, Potato und ich wären jetzt bereit, die Allianz-Truppe zu verstärken, falls wir gebraucht werden. Ah, das ist mir natürlich willkommen. Pippin marschiert mit den Truppen schon aufs Haupttor zu. Alles dazwischen sollte jetzt in unserer Hand sein. Wir sind also bereit, Potato. Kannst du es übernehmen, die Anführer der anderen Stadtstaaten davon zu benachrichtigen? Denk nicht, dass ich dich zum Boten degradieren will. Im Gegenteil. Du hast Gaius besiegt und den Drachenkrieg beendet. Du bist zum Symbol des Sieges schlechthin geworden. Und du giltst als neutral. Kaum eine Front, an der du nicht mitgekämpft hättest und immer war es zum Wohl Eoseas. Bei mir hingegen, nun, es wäre nur verständlich, wenn die Anführer mich für voreingenommen hielten. Für zu optimistisch, tollkühn, verbissen. Schließlich geht es um meine Heimat. Aber wenn der Held Eoseas das Zeichen zum Angriff überbringt, wird ihnen das helfen, an unseren Sieg zu glauben. Dann machen wir das doch mal, mein lieber Emmerich. Da bist du ja wieder. Oh, wie die es alle umdrehen.
So sehr es mich erstaunt, den Befehl zum Angriff von dir überbracht zu bekommen, ich freue mich, dich von der Entscheidungsschlacht noch einmal zu sehen. Du hast dein Leben eingesetzt, um Ishgard aus seiner größten Krise zu retten und wieder zu einem echten Teil Eosias zu machen. Wir werden zeigen, dass wir bereit sind, nun unsererseits für Eosea einzustehen, mit unserer Erfahrung aus 1000 Jahren des Kampfes. Ja, Mann, let's go! Die Attacke beginnt. Verstanden. Es muss uns bewusst sein, dass dieser Kampf viele Opfer fordern wird. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um sie so gering wie möglich zu halten. Dies ist die Gelegenheit, meine Heilkräfte einzusetzen, mit denen mich die Gebieter so freigebig gesegneten. Mögen sie uns alle durch den kommenden Sturm leiten. Gut, der Mahlstrom wird sich bereithalten. Seid euch aber im Klaren, dass wir an Land kaum so souverän agieren können wie auf See. Aber kein Grund zur Sorge. Unsere Kanonen können sich sehen lassen, ob sie nun auf einem Schiff montiert sind oder hier stehen. Das Stadttor durchbrechen wir mühelos. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das, meine lieben Freunde. Mühelos. So muss es nämlich sein. Mühelos. Ah. Hast du den Einsatzbefehl überbracht? Vielen Dank für deine Hilfe, Potato. Alle Heere sind bereit für die letzte Schlacht, General. Die Migische Befreiungsarmee im Wohnviertel ist ebenfalls bereit, General. Dann geht es los. Meine lieben Freunde, es geht los. War das wirklich die letzte Quest von der Instanz? Noch nicht ganz, aber fast. Rauban ist bereit, die Wölfe von Doma. Die Armeen der Allianz sind ausgerückt. Bleibt nur noch, meinen Stoßtrupp in Position zu bringen. Wir werden uns gleich zur Front aufmachen. Gut, Pippin ist an der Brücke in Stellung gegangen, die den Zugang zur Stadt bildet. Ah, wenn du mir dir gleich einen Gefallen tun könntest, gib Pippin ein Paket von mir. Du brauchst nichts zu erklären. Er wird wissen, warum ich es ihm geschickt habe. Die letzten Plus-Quests. Die Geräusche sind cool. Oh, vier Stück gibt's hier. Vier Stück für die Etheriten-Dinger. Für die Wind-Ether-Quellen. Dinger. Ups, ihr wisst schon, was ich meine. Alter Schwede. Ich finde diese Kampfstimmung hier gerade super. Bam, 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 badadam, badadam. So, ich versuche so viel wie möglich aufzudecken. Ich bin dann ja doch schon eine neugierige Toffel. Schauen wir mal. Ich glaube, die Sachen greifen mich jetzt hier schon an, ne? So ist es nicht. Ui, Leute, zum Haupttor von Alamigo. Da ist es. Da ist es, meine lieben Freunde. Gut, ich weiß, die Treppen sehen gerade ein bisschen komisch aus. Ich weiß. Diesen schönen Effekt. Wie nennt man diesen Effekt eigentlich? Ich wusste es mal, wie man den nennt, aber ich hab's vergessen. War so klar. War zu nah dran.
Nicht, dass ich auf Twitch gebannt werde, weil das sind Boobies. Die sind nicht angezogen. Die haben aber keine Nippel, aber sie sind nicht. Das sind schon Boobies. Bam, 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 bam. Wenn sie schon auf dem Weg ist, nehmen wir sie auch mit. Aber so ist es ja nicht, ne? Ah, diese Geräusche im Hintergrund. Ich könnte die Nebenquests jetzt auch gar nicht machen, wenn ich ehrlich bin, weil die Geräusche die ganze Zeit im Hintergrund wären. Ah, Alfino und Potato, ihr habt ein Paket mitgebracht. Das ist Tizona. Das ist eine der beiden berühmten Schwerter Raubahns. Er hat nur noch einen Arm, also. Ja, das kann nicht sein Ernst sein. Er hat das Schwert seinem Erzfeind in einem legendären Kampf im Kolosseum abgenommen. Es birgt gewaltige feuermagische Macht. Will er etwa, dass ich den Arm einsetze, den er verloren hat? Eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Vater. Nun, seid ihr bereit? Dann, auf in den Kampf! Alarm von der nördlichen Bogmoor! Eine galeische Einheit hat einen Ausfall unternommen. Verflucht, sie wollen die Ballisten angreifen. Wie viele sind es? Das lässt sich nicht genau sagen, nicht viele, aber es waren Ferrari Domitai. Auch das noch, ein Elite-Trupp, um uns einzuschüchtern. Also gut, dann schicken wir ihnen die Blutgeschworenen entgegen. Pippin, warte noch. Die Ferrari Domitai sind doch zwangsrekrutierte Soldaten eines Stammes von Wolfswesen, wenn ich mich nicht irre, aus ihrer Heimat Xanxia verschleppt, während ihre Familien in der Gewalt der Galea verblieben. So waren sie gezwungen, für ihre Feinde zu kämpfen. Yangxia liegt im Einflussbereich von Doma. Doma, das jetzt von den Galeanen befreit ist. Ich wette, dass man den Ferrari Domitai die Rückeroberung wohlweislich verschwiegen hat. Wenn wir ihnen die Botschaft überbringen, werden sie bestimmt nicht weiter für ihre Entführer kämpfen, also gegen uns, die Befreier ihrer Heimat. Die Blutgeschworenen sind für die Eroberung Alamigos unabdinglich. Wir können gerade hier keine Verluste riskieren. Potato und ich waren bei der Schlacht um Doma dabei. Lass uns stattdessen versuchen, die Ferrari Domitai zum Desertieren zu bewegen. Verfrühte Verluste sollten wir vermeiden, das stimmt. Wenn ihr euch sicher seid, dass eure Argumente fruchten werden, dann versucht es. Redet mit den Wolfsleuten, aber falls ihr scheitert, schreiten wir ein. Vielen Dank, Pippin. Los, Potato, nach Norden. Wir haben nicht viel Zeit. Bam, bam, badam, badam, bam. Oh nein, sag bloß, ich hätte oben drauf bleiben müssen. Potato Pet ist so dumm. So endlich dumm und endlich dumm. Potato Pet, so dumm. So ist er dann, der Potato Pet, ne? Peinlich. Ihr habt nichts gesehen. Das vergessen wir einfach mal ganz schnell. Oder egal, greif mich doch an. So. Mal schauen, ob wir die überzeugen können. Sieht nach einem Kampf auf jeden Fall aus. Was hat denn da für ein Vieh? Kriechende Idila, okay.
Lass uns hier warten. Es kann gut sein, dass wir keine Gelegenheit für Verhandlungen bekommen. Also halt die Waffe bereit. Wir ziehen es durch, bis wir die Instanz freischalten. Und dann machen wir die Instanz und alles im nächsten Part. Da sind sie. Das müssen sie sein. Aus dem Weg und ihr bezahlt von eurem Leben. Bitte wartet. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen. Wir haben eine Nachricht für euch. Zwing mich nicht, ein Kind wie dich umzubringen. Ihr seid doch die Wolfsleute aus Doma, nicht wahr? Die Galear haben euch gezwungen, für sie zu kämpfen. Aber das müsst ihr nicht mehr. Doma ist frei. Yotsuyo ist tot und die Galear sind aus eurer Heimat vertrieben. Lügen, Lügen. Wer sollte das vollbracht haben, was wir in all den Jahren nicht vermochten? Knaben wie du? Willst du dich etwa über Prinz Yin erheben? Sohn von Kai und rechtmäßigen Erben von Doma? Nur er könnte unser Reich zur Freiheit führen. Doch wo ist er? Ihr müsst uns glauben. Doma ist frei. Aber die Galear haben es euch verschwiegen. Es besteht kein Grund, unnötig Blut zu vergießen. Falls du die Wahrheit sprichst und unsere Familien in Sicherheit sind, gibt es tatsächlich keinen Grund für uns, gegen euch zu kämpfen. Aber falls eure Geschichte nur eine List der Allianz ist, werden die Galear unsere Angehörigen für unsere Fahnenflucht zur Rechenschaft ziehen. Wenn ihr Doma tatsächlich befreit haben solltet, so müsst ihr über große Kräfte verfügen. Zeigt sie uns! Besiegt uns im Kampf! Nichts leichter als das. Da, 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 da. Dum 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 da 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 dum 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 da 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 dum 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 da 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 da. Die einfachen Legionäre sind also kein Gegner für euch. Dann werde ich, Hakuru, selbst euch gegenübertreten. Ich liebe dieses Lied so, das heißt Triumph übrigens. Das sind mal die überragenden Kräfte. Wart mal ab. Ach du Scheiße.
Okay. Das ist genug. Ich will euch glauben. Okay. Eure Kampfkunst ist bemerkenswert. Ihr müsst tatsächlich an der Seite der Samurai Domas gekämpft haben. Und ihr habt nicht versucht, uns das Leben zu nehmen. Ich werde euch glauben, so unglaublich eure Botschaft auch ist. Doma befreit. Es ist kaum zu fassen. Wie lange haben wir von diesem Tag geträumt? Euer Erstaunen ist verständlich. Lasst mich erzählen, was sich in Doma zugetragen hat. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, jemals zurückzukehren. Und jetzt begegnen wir hier Freunden von Hien. Aber Kosetsus Schicksal. Nein. Lasst uns nicht trauern. Er hat seine Überzeugung gelebt und sein Ende in einem würdigen Kampf gefunden. Wir dagegen kämpfen für unsere Feinde. Aber ich hatte keine andere Wahl. Wir können die Schande beklagen, dass wir uns nur mit der Demütigung abgefunden hatten, unsere Unterdrückern zu dienen. Doch jetzt müssen wir uns erheben und den Willen des großen Samurai ausführen. Wir werden in die Burg von Alamigo zurückkehren und den anderen Wolfsleuten von der Befreiung Domas berichten. Viele von uns sind Wachen in der Burg, und sobald eure Truppen dort eindringen, werden sie die Kehlen unserer Unterdrücker aufschlitzen. Grrr, darauf könnt ihr euch verlassen. Vielen Dank, Hakuro, und seid vorsichtig, wenn alles vorbei ist, könnt ihr endlich in eure Heimat zurückkehren. Auch Hien wird erleichtert sein. Wir danken dir für deine Pro-Botschaft, Knabe. Setzen wir der Tyrannei der Galea ein Ende. Aber kurz vor Schluss ein paar Gefährten gemacht, hier ein paar Unterstützer und ja. Puh, wir haben es geschafft, Potato. Lass uns Pippin sofort Bescheid sagen. Noch ein paar Verbündete geschafft. Kurz vor Ende. Ba-ba-ba-ba-ba. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr etwas erreichen können? Ja, ein Mann namens Hakuro hat Einsicht gezeigt. Wie wir vermuteten, wussten die Fere Domite nichts von der Rückeroberung Domas. Er überbringt die Botschaft seinen Kameraden innerhalb der Burgmauern Alamigos und sagt ihnen, dass wir kein Blutvergießen wünschen. Ein Kampf gegen die Wolfswesen scheint also vermeidbar zu sein. Das sind gute Neuigkeiten. Dann können wir uns auf das Haupttor konzentrieren. Taumaturgen, vortreten! Eine Feuerattacke auf das Haupttor bringt es zum Glühen. Schreckt das Tor ab! Geschütze vor! Zerstört das Tor! Verflucht! Magitek-Jäger! Ausgerechnet jetzt!
Das ist doch... Nun begleicht Doma seine Schuld. Kämpft, Brüder und Schwestern. So wie diese Leute für uns kämpften. Hien! Überlasst uns den Luftraum. Stürmt voran und erringt die Freiheit. Verstanden. Geschütze, Feuer frei! Brecht dieses verfluchte Tor auf! Ja, jawohl! Das Tor ist gesprengt! Al amigo, wir kommen! Das ist so gut! Ich liebe das, die Musik und alles. Ah, das ist doch schön! Dass uns die Domana im Kampf unterstützen würden. Dank ihnen ist der Weg für die Stürmung der Borg frei. Operation Ralgas Komet geht in die Endphase. Die vereinten Streitkräfte der Allianz sind bereit für die Stürmung von Borg Al Amigo. Alles ist bereit. Wir stürmen die Stadt. Unser Ziel ist der Thronsaal der Borg Al Amigo, wo wir Xenos vermuten. Potato, stell einen Trupp fähiger Abenteurer zusammen und hilf uns. So, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Es tut mir so leid. Ich weiß, ihr wollt sehen, wie es weitergeht. Genauso wie ich. Aber ich sehe es auch gleich. Aber ihr seht es erst morgen. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato-Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.